Vitaltrunk ist ein vielseitiges Spezialfuttermittel mit unterschiedlichen Einsatzbereichen. In der Kälberaufzucht kommt das Produkt etwa als Vollmilchergänzer zum Einsatz. Es gleicht Defizite von Vitamin- und Spurenelementen aus, die in der Milch nicht bedarfsdeckend enthalten sind. Damit sorgt Vitaltrunk für eine ausreichende Versorgung mit diesen Wirkstoffen. Diese sind gerade in der frühen Wachstumsphase der Kälber für ein starkes Immunsystem wichtig. Wir empfehlen Vitaltrunk als Vollmilchergänzer mit 20 Gramm pro Liter Tränke zu dosieren. Das Produkt ist in der Milch ebenso volllöslich wie in kaltem und in warmem Wasser. Vitaltrunk eignet sich zudem als Elektrolyttränke für Kälber. Bei Durchfallerkrankungen entsteht ein hoher Wasser- und Elektrolytverlust. Als Folge kann es zur Dehydration und einer Blutübersäuerung des Kalbes kommen, was schnell zum Verenden des Tieres führen kann. Um der Blutübersäuerung entgegenzuwirken, sind in Vitaltrunk neben Vitaminen und Spurenelementen wichtige Elektrolyte wie Natrium, Kalium und Chlorid enthalten. Zudem liefert ein hoher Anteil an Traubenzucker und Laktose dem geschwächten Kalb schnell verfügbare Energie. Für die Elektrolytlösung empfehlen wir eine Dosierung von 40 Gramm pro Liter Wasser. Wichtig ist bei Durchfall jedoch, die Versorgung mit Milch bzw. Milchaustauscher wie gewohnt fortzusetzen. Die Elektrolyttränke sollte zwischen den Mahlzeiten mit einer Mindestmenge von 2 Litern erfolgen. Als Kalbetrunk bei Kühen kann Vitaltrunk ebenfalls eingesetzt werden, denn auch Milchkühe haben bei der Geburt einen hohen Wasser- und Elektrolytverlust. Diese Defizite können zu Kreislauf- und Stoffwechselproblemen führen. Das Risiko von Festliegen und gestörtem Nachgeburtsverhalten steigt. Um die Kuh in dieser Phase zu unterstützen, sollte dem Tier direkt nach der Kalbung 500 Gramm Vitaltrunk in 20 Liter warmem Wasser angeboten werden. Anschließend muss der Kuh weiterhin frisches Wasser ad libitum bereitstehen. Vitaltrunk gibt es sowohl im 6-Kilo-Eimer als auch im 25-Kilo-Sack.